wird sicher Blitz mit dem Sound. Snoop Dogg. Ja. Okay. Also ich bin der Sven, freut mich sehr. Ich gebe noch schnell eine Fistbank, damit es ganz geil aussieht. Ihr spielt beide auch mit der Nazi, oder? Von Kosovo? Ja. Wo geht es mir bei welchem Spiel? FCZ oder Kosovo Nazi? Also von der Fans, von der Fans, weißt, wo ist die Stimmung? Oder ist beides brutal? Ja, ich würde sagen, beides brutal. Also jetzt in der Corona-Zeit ist halt schon heftig ohne Fans. Vor allem in Kosovo sind sie sehr emotional, die Fans, aber voll dabei. Geil. Alle wirklich. Und dann aber auch beim FCZ mit der Südkurve ist es brutal. Ja. Weißt du, vor dem Match tun wir da ein bisschen mit Musik hypen oder ist das. In der Kabine vor dem Match läuft immer wieder ein bisschen mit also Musik. Und gibt es da bestimmtes Lied, das euch mega auf Tour bringt? Oder, Ja, wir haben ein bestimmtes Lied, wenn wir immer kurz bevor wir rausgehen, aber ich glaube, das sollte kein bleiben. Wirklich? Okay. Ich kann mir sonst mal ein paar Lieder vorspielen. Also das euer Lied können wir dann noch schauen, ob wir Lust haben, das uns mit uns zu teilen. Ja. Aber die Idee wäre, ich zeige euch das Lied und der Erste, der erkennt, wie das Lied heisst oder von wem das Lied ist, sagt den Namen und dann gibt es Punkte. Also, auf Blitzen. Gasolina! Oh, ja, richtig! Gasolina, 1-0. Komm, bring ihn ab! Von Baschi, ja. Wer ist jetzt der Fida. Komm, bring ihn ein. Er hat, glaube ich, nichts gesungen. Erik, kannst du Leute grüßen? Schau, wie du dich am Stalken. Also, 1-1. Ich würde sicher Blitz mit dem Sound. Snoop Dogg. Ja. Okay, 2-1, gell? Das ist im Super Bowl, glaube ich. Ja, genau. Also, das nächste und dann sind wir gerade fertig. Apache. Wow, das ist super schnell gekommen. Ja. Oh fuck. Warum los ist viel von Sound? Ja, weniger der Style. Aber er ist sofort erkannt, oder? Ja, ja, kann ich. Luciano. Ja. Hey, gratuliere. Fidan. Ja. Nein, gut. Ist ein bisschen unfair gewesen, weil es halt viel Deutschrap gehabt hat, oder wie? Ja. Nein. Die zweite Challenge wäre ich oder du. Das heisst, ich sage euch einen Satz, weißt du, irgendeine Frage, wer ist irgendetwas. Ja. Und ihr müsst die Kamera heben, wer das ist, ob das du bist, Mirlo, oder du, Fidan. Okay. Das heisst, hier sind wir zusammen. Genau, da wäre das Ziel, dass ihr möglichst harmoniert, möglichst das Gleiche sagt. Okay. Ist easy, ich fange an mit der ersten Frage. Jawohl. Wer fährt besser Auto? Ja, schwierig. Fahren der beide so gut oder der beide so schlecht? Er fährt sicher mehr, also ich sage. Ich weiß nicht, ob mehr. Sehen wir das? Ja. Das ist die Kamera da? Ja. Und sind wir euch einig? Ja, Fido, ja. Er fährt viel mehr Auto als ich. Ja. Nächste Frage wäre, wer redet mehr Sprachen? Ja. Sind wir uns einig? Wer redet mehr? Ja, der Mirlin. Schon, was redet schon? Ja, er redet, ich glaube, wo der. Gespielt, ja, Französisch, ja. Englisch, Albanisch, Deutsch und sonst. Krass, okay. Ja, und die letzte Frage, wer von euch kann besser jonglieren mit dem Fußball? Wow. Ja, das ist schwierig, ja? Schwierig. So, jonglieren ist also nicht meine Spezialität und ich glaube, das brauchen wir gar nicht auf dem Spielfeld. Einfach drin grätschen. Ja, aber ich weiß nicht. Das wäre jetzt, wär jetzt unsere nächste Challenge, die wir gerne testen würden. Also, liebe Freunde, wir sind hier bei der Jonglier-Challenge mit dem Mirlin und dem Fidan. Und wir schauen jetzt, wer von diesen zwei Herren in einer Minute weiterkommt mit dem Jonglieren ums Auto. Und es geht nicht um nichts. Der Verlierer muss vom Gewinner ein Autogramm holen und das Ganze als Insta-Story posten. Könnt ihr mich markieren? Ja. Yes, geil. Also ich habe schon mal gewonnen und ich würde mal sagen, Challenge geht los. Kommst du an? Ja. Soll ich stoppen? Mein Gott, mit diesen Schuhen kann ich gar nicht verlieren.
Ich habe die gleichen Schuhe da, Bro. Der gleiche Style. Das heißt, es ist fair. Ja, es ist fair. Außer der hat Jeans, ich habe Trainer. Das ist ein Vorteil für dich, gell? Bist du bereit? Ja, ich bin. 3, 2, 1, los! Du kannst ihn ablenken, wenn du willst. Kannst drehen. Ja, ja, ist auf Boden geht. Einmal abgekehrt, einmal abgekehrt. No. Also die erste Runde hast du schon. Eine Runde hast du. Hey, nicht schiessen, nicht schiessen. Hey, 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 das sind 2 Meter, die er gönnt. Noch 15. Er ist nur am Schiessen die ganze Zeit. Schau bitte auf die Zeit. Hey, hey, hey. Hey, gehst du die Maske an, ich bin kaputt. Fertig, fertig, aber hey, du musst schon da. Du musst gut ankommen. Bis zum Heck, ja. Bis zum. Da macht's halt den kaputt, ey! Das war schon schwierig. Das ist nicht so einfach, ja? Ja, hält mich drin. Hey, was will ich da machen? Ja, bei mir, schwer. Hey, hey, komm weg schon! Nice, und fertig! Mirlin hat gewonnen. Warte, mach mal wie im Boxen, ich tu schnell. Sorry. Jungs, wir haben einen Sieger. Wir haben einen Sieger. Er hat hart gefightet, das Auto kaputt gemacht, aber es war ein fairer Fight. Ja, Jungs, danke vielmals. Danke dir. Fürs Mitmachen. Danke dir. Danke dir, ja. Merci.